SBC und die chinesische Regierung sind höchst beeindruckt vom Ergebnis dieses Projektes. Inzwischen ist sogar die Weltöffentlichkeit aufmerksam geworden. Du wirst mit Glückwünschen überhäuft und viele Geschenke werden dir überreicht. Jetzt kannst du den Erfolg wahrlich genießen. Aber vielleicht erwarten dich in Zukunft sogar noch größere Aufgaben. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute die allerletzte Folge von Wildlife Park 3. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir spielen Teil 2 von Folge 28, der gigantische Plan. Ja, soweit habe ich nochmal den Park verändert, um ja 100% zu erreichen. Alle Tiere habe ich jetzt doch noch untergebracht. Und ja, die Veränderungen gehe ich jetzt mit euch durch. In der Auftragsliste sehe ich jetzt gar nichts mehr, da wir ja abgeschlossen haben. Früher da, wo die Zebras waren, habe ich jetzt die Gorillas und Schimpansen rein. Und die Zebras habe ich ausgelagert zu den Gnus. Ja, da leben sie alle drinnen. Großer Bereich, die waren alle zufrieden. Ja, hat geklappt also. Dann habe ich noch die Nashörner dazu gebaut. Hier habe ich nochmal das Gehege der Gazellen verkleinert. Um die Hälfte und dann nochmal die Nashörner rein. Daneben gleich die Tiger. Da war das Toilettenhäuschen vom letzten Mal noch. Das habe ich weggebaut. Und eben dann noch einen Zaun drum. Und die Tiger rein. Ich habe auch die Tiger ausprobiert, ob die irgendwo anders reinpassen zu den anderen Raubkatzen. Nein, das war den anderen zu viel und zu gefährlich. Jaguar kennen wir. Das blieb gleich. Auch die Elefanten blieben gleich. Und hier habe ich dann nochmal die Löwen. Das kennen wir. Die Eisbären und die Grizzlybären. Sind jetzt gerade nicht amused. Erstmal, weil Nachwuchs, glaube ich, angestanden ist. Und dann haben wir hier die Pandas neu rein. Den einen habe ich Kroni getauft und die eine wäre Inori gewesen, aber leider nicht mehr dabei, weil die... Da gab es Probleme einfach. Dann taufe ich nochmal schnell um. Das kann man nämlich tun. Schnell weg. Inori und Kroni, mein Herzchen ist auch ein Panda-Bärchen. Ja. Dann habe ich noch was verändert. Dann habe ich jetzt hier den Luftballonstand weggebaut und habe den Heißluftballon von hier oben hier runtergeholt, um mehr Platz zu haben für ein weiteres Gehege für die Säbelzahntiger und Schneeleoparden. Die haben dann hier ihren Platz gefunden und daneben sind eben auch jetzt die Leoparden sowieso. Die haben auch Nachwuchs bekommen, hier die Giraffen und die Bisons blieben gleich. Dann in dieser einen Ecke hier unten links haben wir nochmal die Erdmännchen alle. Und daneben habe ich jetzt den ganzen Bereich für die Mammuts und ja diese Verwandten der Nashörner Platz gefunden. Das musste ich wirklich so einen großen Platz nehmen. Die sind echt groß, die Tiere. Und hier sind einmal die Seelöwen und die Nilpferde untergebracht. Und ein riesengroßes Gebiet für die Pinguine, für die Kaiserpinguine. Fast schon zu groß. Und habe hier nochmal einen Zaun gebastelt, weil die Pinguine sind immer über diese kleine Kante drüber gehüpft. Die waren immer beim Nachbarn drüben. Ging eigentlich nicht unbedingt schlechter, aber muss jetzt auch nicht sein. Ja, das war jetzt nicht das Schwerste. Das Schwerste war, dass alle Parteien, wie die Tiere und die Besucher und ja, Pflanzen auf 100% glücklich sind. Das war das Schwerste, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Ja, und somit haben wir auch dieses Projekt erfolgreich beenden können. Tiadang hieß dieses Projekt. Dass wir zum Beispiel ja auch eine chinesische Raumfahrt SBC unterstützt haben,
Jetzt können die nämlich auch im Weltall die Tiere anpflanzen, ne? Sozusagen. Vielleicht einfach ein riesengroßes Raumschiff. Und da können wir alle Parteien unterbringen. Das ist ja sogar völlig möglich. Eine riesengroße Raumstation oben. Und Parteien von Tieren. Von den Tieren können wir uns ja auch ernähren. Wäre ja sogar denkbar und möglich. Und das war einfach ein Projekt, ob das einfach möglich ist. Das war das letzte Projekt. Ein ziemlich starkes und schweres Projekt auch, finde ich. Ja. Und so sieht das Ende eben aus. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich auch natürlich auch sehr oft gern zum Ausflippen war. Wenn wir die 100% erreichen. Und jetzt momentan ist es mal jetzt wieder unter 100. Ein Tipp habe ich verwendet, dem ich jetzt zum Beispiel die ganzen Besucher angeklickt habe. Und nicht alle waren zufrieden. Die kann man nämlich einfach aus dem Park schmeißen. Wie zum Beispiel die Rentnerin. Hörte man weg. Und somit kann man nur die Leute reinhauen, die positiv sind, die sagen, jo, wir finden den Park gut. Der klingt einfach komisch, aber so ist es einfach. Habe ich rausgefunden und hat mir etwas geholfen, ja, die Waage zu halten. Und somit haben wir es geschafft einfach. Gut, somit können wir wieder zurück ins Hauptmenü. Wir speichern jetzt nicht. Ich will nochmal zu den Kampagnen, wir haben sie alle durchgearbeitet, es gibt jetzt nichts mehr. Will aber nochmal zum Heimatpark schauen, weil dort kann mir nämlich die ganzen Erfolge anschauen. Wir schauen da nochmal rein. Hallo, ich bin's Enrique. Ich bin froh, dich hier wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug und bist voller Tatendrang. Ich sehe es in deinen Augen, du brennst richtig darauf, Neues zu erfahren. Wahrscheinlich fragst du dich, warum ich dich hierher eingeladen habe. Wie du vielleicht weißt, hat sich die SBC inzwischen zu einer weltumspannenden Tierschutzorganisation gemausert. Ich selbst bin inzwischen ein festes Mitglied der SBC und sie schätzt dort meine Erfahrung im Umgang mit Wildtieren sehr. Die SBC bietet vielen jungen, engagierten Menschen großartige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Management und Wildtierhaltung. Und stell dir vor, sie bietet dir jetzt bereits dieses große Areal zur Errichtung eines eigenen Tierparks an. Ist das nicht großartig? Die Verwaltung der SBC war auf der Suche nach einem fähigen Tierparkmanager, der es auch versteht, einen Park wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Aufgrund meiner Empfehlung und deines Erfolges in Rio de Janeiro hat man beschlossen, dir dieses einmalige Angebot zu unterbreiten. Soeben wurde hier auch das neue Verwaltungs- und Eingangsgebäude fertiggestellt und dir ein Konto mit reichlich Investitionskapital eingerichtet. Für alles Weitere musst du aber selbst sorgen. Die SBC möchte dir auch immer wieder Aufgaben zuteilen, für die zusätzliche Belohnungen winken. Jetzt wissen wir auch, warum das immer so eingespielt ist. Die SBC ist eine ganz andere Organisation, aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Sieh doch gleich mal im Auftragsmenü nach. Du kannst es über den Schalter Aufgaben oben erreichen. Das klingt immer so komisch. Okay, wir lassen das Ganze mal laufen. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn jetzt halt los? Ja, das macht jetzt nichts. Aber ich wollte mal zu den Erfolgen eigentlich schauen, die wir da gesammelt haben. Wir haben bis jetzt alles erfolgreich abgeschlossen. Jetzt haben wir auch alle Kürbisse. Ziemlich viele Tiere, die wir in diesen Park einbringen können. Und ziemlich viel Kohle, die wir in diesen Missionen freigeschalten haben. 100.000 K zum Beispiel. Tolles Geldgeschenk. Ja, können wir in unseren Park investieren. Wir haben jetzt auch Mammuts. Auch ein dunkles Mammut. Ein Säbelzahntiger und auch die Babys dazu. Dann auch Pandas, weiße Gorillas. Dann auch diese Elastomotheriums-Kuh. Und halt ganz viele Einrichtungsgegenstände. Wundert mich, dass ich aber trotzdem hier nicht rauskomme. Gut, ja, nun ist das Projekt auch wirklich beendet. Diesen Nachschlag wollte ich einfach wirklich nochmal geben. Habe ich nochmal gespielt zu Ende. Und ich hoffe, ihr hattet euer Spaß dabei. Und seid bei dem nächsten Projekt dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Chroniken Offline.